Ja, was bist du denn? Das schaut voll eklig aus. Ach, das ist so ein Ignivor. Das schaut aus wie eine viel zu große Made mit Mähne. Ja, bleib drin, bitte. Ach, komm. Ja, sechs Beinchen, es ist auf jeden Fall ein Käfer-Pokémon. Also sollte ich's, wenn überhaupt, mit Tackle, und selbst das ist schon eigentlich zu riskant. Der Sandsturm tut ja auch noch sein Übriges. Also los. Verdammt. Bleib doch bitte da drin. Okay, unter der Map, sehr interessant. Ist das ein Feuerkäfer? Oh, wie cool. Gab es schon mal ein Feuerkäfer-Pokémon? Mir fällt gerade zumindest spontan keins ein. Wobei, ja gut, Käfer-Pokémon bin ich eh ehrlich gesagt so ein bisschen raus. Ist nicht unbedingt meins. Bleibst du jetzt bitte in dem Ball? Komm. Sei lieb. Ja? Ja? Nee, drin bleiben. Ist schon geil, man könnte. Oh, ich habe gar keine Glut mehr, ne? Ich habe halt viel zu große Angst, dass ich es einfach one-hitte, weil ich hab's das jetzt sonst noch nirgendwo gesehen. Ich habe auch keine Lust zu suchen. Einen großen Schaden kannst du mir halt auch nicht zufügen. Komm, bleib drin jetzt. Ja. Geht doch. Irgendwie gefühlt seit der Switch mache ich das auch nicht mehr. Früher so auf dem Gameboy hast du immer Steuerkreuz und A. Hast du gespammt. Weil dann bleibt das Pokémon safe drin. Hat jeder gesagt, hat nie gestimmt. Aber man hat sich das so schnell angewöhnt. Und ich mache das heute noch, wenn ich Pokémon auf dem Gameboy spiele. Ganz komisch. So, hier noch mehr Loot. Ich will einen Sonnenstein, bitte. Ich meine, wir haben zwar einen, aber den möchte ich halt gerade noch nicht verplempern. Einfach für Notfall, dass ich einen noch in Reserve hätte. Wäre ganz cool. Tuska. Tuska haben wir zum Beispiel auch noch nicht. Moin! Einmal auf gut Glück. Vielleicht müssen wir das doch ein bisschen schwächen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb. Und es hielt sich ja selber auch langsam wieder hoch. Aua! Ich hoffe nur, es ist immer noch schwach genug. Bitte. Okay. Wir könnten höchstens den richtigen Moment abpassen, nochmal anzugreifen, wenn es dann halt danach richtig schwach ist, aber riskant. Oh ja, bleib drin. Oh. Okay, wir greifen es nicht nochmal an. Ich bin heute gnädig. Man will ja auch nicht so sein, ne? Was? Fangen wir dein Ernst? Das Ding ist bloß, Fampi hätte wahrscheinlich sogar noch eine Chance gegen uns. Da musst du vorsichtig sein. Und braucht man Feen-Pokémon? Ich meine, grundsätzlich vielleicht. Ach ja, wir haben übrigens gerade einen Sonnenstern gefunden. Geil. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Das Ding ist, es ist halt wahrscheinlich kein Feen. Ich guck erst, haben wir das nicht schon?
dieses Duo-Pokémon. Es kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ich habe ja den anderen Teil auch schon gespielt. Sieht bis jetzt noch nicht danach aus. Könnten wir uns also gegebenenfalls sogar gönnen. Tatsache. Und das hier ist halt einfach easy, ne? Sogar 2 Sterne. Also wir kriegen eine geile Belohnung. Leveltechnisch sollten wir das, denke ich, hinbekommen. Was ist das? Boah, da wirst du blind. Kann man den Ladescreen nicht bitte dunkel machen? Ich meine, das ist doch schon hell genug, aber da sehe ich es ja ein. Aber den Ladescreen wirklich? Mach die doch bitte dunkel. Ich möchte spielen und nicht erblinken. So, komm, dich rotze ich jetzt einfach weg. Siehst du auch nur das eine, ist hier terrakristallisiert. Das andere ist normal. Ich glaube, die ist nochmal effektiver. Oh, die coole Augen. Oh. Und wenn sich übrigens das nächste Pokémon aus dem Team entwickelt, müssen wir dran denken. Dass ich das Sonnenfell kurz mit aufnehme und wir dem halt einen Sonnenstein geben. Ne? Ich vergesse das sonst wieder. Je nachdem, wie lange es dauert, bis sich das nächste Pokémon im Team entwickelt. Oh, seid ihr jetzt böse? Tragisch. Und bis jetzt war es immer safe. Egal welches Pokémon, egal wie stark, Pokéball hat immer gereicht. Zack. Ist das so ein Ding? Ist das einfach immer ein safer Fang? Ah, nicht so viele EP-Bonbons leider. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Dafür aber auch ein M, das ist okay. Ich würde halt unseren Starter gerne noch ein bisschen hochballern. Deshalb auch die Akademie. Weil jedes Mal, wenn wir eine Prüfung abschließen, kriegen wir da halt EP-Bonbons. Und damit kann man ziemlich geil leveln. Warte, was? Wir haben es doch schon gehabt. Oh, Mann. Da habe ich den Pokédex nicht gründlich genug überflogen. Wie komme ich da oben an die Münze? Ja, grundsätzlich ja, ne? Sollte man schon machen. Da weiß ich wenigstens das, was wir hier noch nicht haben. Das zweite steht auch schon an. Die Legios haben Bock. Ja, warum machen die da hinten mit? Sollen das? Die unterstützen sich voll. Die machen Pfeilformation. Krass. Also ich glaube, es ist Zufall, aber es wäre cool, wenn die wirklich dann trotzdem noch so damit interagieren würden, weil das ja so ein Kolonieding ist. Was war das? Brick, brick. Irgendwas hat da im Hintergrund gerade geklimpert. Hat ein bisschen nach Handy geklungen, also Ingame-Handy. Bleib drin. Ja, bitte. Nice. Geil. Mit seinem ausfahrbaren Horn. Ich habe auch ein ausfahrbares Horn. Liegt hier irgendwo im Regal. Ich habe auch noch ein austrinkbares Horn. Das ist eins meiner Lieblingshörner. Okay, Bronzel brauchen wir auch auf jeden Fall noch. Moin, hallo. Das war's. Es war ein Bronzel.
auch langsam runterballern und dann sollte das klappen. Hör mal auf damit. Nur weil ich dich angreife, musst du jetzt nicht gleich zurück angreifen. Also bitte. Ich hab dir ja praktisch nichts getan. Also zumindest will ich dir nichts Böses. Aua. Lass das doch. So einmal noch. Nein, nein, ach nein. Will ich dafür jetzt wirklich einen Aufwecker verschwenden? Eigentlich nicht, oder? Wie lange werden wir schon schlafen? Das ist halt so ein Ding von 2-3 Runden. Da lohnt sich der Aufwecker gar nicht. Siehst du, so schnell kann es gehen. So, jetzt das Bällchen hinterher. Ja, komm, mach deinen Ball. Siehst du, apropos Ball. Der Bronzel weiß, was ihm blüht. Ein Ball. Ich nenne ihn, wenn es ihm besser gefällt, auch Gyroball. Bleib drin. Bitte. Danke. So. Als ob. Ich muss mal kurz nebenbei noch was machen, ne? Das ist echt doof. Warum macht er das immer? Warum? Ah, warte, das ist ja hier falsch. Warte, warte, warte. Das ist hier. Ja, Pokédex-Eintrag, danke. Kein Spitznamen, wie immer. Das ja. So. Jetzt geht das auch wieder. Kann ich wieder unauffällig, ne, nebenbei die Lunge eindämpfen. So, wie komme ich an den Kollegen da oben? Und hier drüben haben wir praktisch den großen Bruder. Fang brauchen wir es ja nicht mehr. Das Ding ist, wir werden halt instant hier von irgendwas angegriffen. Oh ja. Oha, da unten hat sich auch noch eins versteckt. Das ist frech. Das ist schon richtig, richtig frech. Sonderbonbon, geil. Okay, hier kann ich nicht reiten, toll. Aber hier geht's wieder. Wie komme ich da hoch? Vielleicht mit so einer Sprung-A-Kombi? Ach komm schon. Von irgendwo darüber springen, glaube ich halt auch. Hallo, geht mal weg. Ich würde es gerne da mal mit dieser Rampe versuchen. Aber da sind wir halt auch nicht allein. Und dann kann ich aber auch in der Zwischenzeit lieber hier. Haben wir das? Haben wir noch nicht. Vielleicht ist die Rampe bis dahin frei. Mal schauen. So, Tackle ist schon mal nicht sehr effektiv. Genau das, was ich möchte, ist effektiv genug. Mir soll das reichen. Oh nein, bitte kein Zertrümmern. Oh, Glück. So, noch einen Angriff würde ich jetzt lieber nicht machen. Stattdessen bleib in dem Ball. Bleib bitte in dem Ball. Bitte. Sei lieb, bleib in dem Ball. Genau da drin. Ja. Oh, danke. Nein, möchte ich nicht. Das wäre voll cool, wenn man das so generell abschalten könnte. Genauso, du kannst ja auch eben die Frage, ob du beim Trainerkampf dein Pokémon wechseln möchtest, kannst ja auch abschalten. Warum kann ich nicht abschalten,
oder einfach generell anscheinend, ich möchte keine Spitznamen geben. Ich mag das nicht. Ich habe Respekt vor jedem, der das macht, aber ich verliere da die Übersicht. Und das ist nicht meins. So, fangen brauchen wir dich nicht. Dich habe ich nämlich schon. Da reicht die Eliminierung. Dann kriegen wir da auch noch ein paar Gierspenzmünzen. Von denen haben wir ja so wenig. Ja klar, 60. So, die Rampe wäre halbwegs frei. Aber da komme ich ja nicht mal hoch. Wie soll denn das gehen? Kann ich... Nee, so nicht. Entschuldigung. Das verhält sich halt nicht wie normales Pokémon. Also ich kann da keinen Ball hochschmeißen, ne? Aber kann Pokémon das nicht einsammeln? Das ist doch scheiße. Normi! Apropos, dir wollte ich was zeigen. Wird dir gefallen, hier in dem Pokédex. Du bist ein schwuler Hai. Warte, ich find's gleich. Ich hab's gleich. Ich sehe das alles. Ich hab alles im Blick. Das kommt gleich. Müsste hier. Warte. Wo ist es denn? Das war irgendwo hier. Ich bin bestimmt schon dran vorbei, weil ich doof bin. Hä, die Bilder laden nach. Das ist voll unfair. Ach hier. Guck mal, Normie Fien. Bist praktisch du. Du bist ein schwuler Hai. Das ist, so beruhigend einfach auch da nochmal die Bestätigung zu haben, dass du zu mir gehörst. Wirklich. Ganz viele. Wie komme ich denn jetzt an das scheiß Viech? Ach so. Ach so. Ich habe mich nicht aufgeregt. Ich bin da super rangekommen. Das war alles wie geplant. Perfekt. So, dich habe ich schon gefangen. Ist mir egal. Ich hätte halt richtig gern noch einen Sonnenstein, ne? Jetzt, wo wir den einen schon haben. Andererseits, wir haben hier das Herrscher-Pokémon. Eigentlich sollten wir uns da endlich drum kümmern. Und die Arena-Prüfung, die ja gerade noch läuft. Nee, Funbeeren. Och, komm. Ich wollte gerade noch sagen, ich entwickle es selber, aber nicht, wenn es mir so blöd kommt. Und ich muss halt trotzdem kämpfen. Wir müssen leveln. Leveln und entwickeln, das ist ganz wichtig. So. Da bin ich auch wieder. Ich glaube, jetzt reicht die Tackle fast, oder? Jupp. Wir werden übrigens auch an der Universität, beziehungsweise an der Akademie, Entschuldigung, werden auch lernen, die verschiedenen Rufe der Pokémon zu interpretieren. Spoiler, ich bin da nicht gut drin. Ich bin da so überhaupt nicht gut drin. Ist das jetzt ein Scheiß? Ernst, komm, ich bin dran vorbeigefahren. Gelaufen, geritten, was auch immer, aber nicht kein Bock. Ich würde viel eher mal so kämpfen lassen, dass unser Team einfach stärker wird und wenn mal wieder ein Trainerkampf ist, dann entwickeln wir halt. Oder auch nicht. Hallo? Kroki, machst du? Oh, scheiße. Ja, gut, dann eben so. Ich wollte einen entspannten Kampf. Aber immerhin Full Heal. Das ist gut, aber ich wollte einen entspannten Kampf. Bissen nehmen wir auf jeden Fall mit. Bestimmt irgendwas hier statt Jaula oder so. Hier, komm. Jaula, Silberblick, braucht kein Mensch. Benutze ich eh nicht. Statusveränderung brauche ich nicht. Wo komme ich denn jetzt hier zum Herrscher? Herrscher, Herrscher, Herrscher. Auf der anderen Seite hatten wir ihn gesehen. Ich dachte, wir kommen hier vielleicht auch rum. Als ob wir hier auch Mondsteine bekommen. Das ist ja noch viel geiler. Ich laufe die nächsten Wochen nur noch hier durch die Wüste. Natürlich im Stream. Die Story mache ich dann offscreen weiter, aber im Stream machen wir dann Loot-Tour. Oh Gott, ich habe Loot-Touren vermisst. So, das war doch irgendwo hinten. Hier haben wir nochmal einen Trainer, den nehmen wir natürlich auch mit.
vorher. Achso, ich dachte, es hat gefunkelt. Hier funkelt's. Und sind gerade. Haben gerade unsere Reifen gequietscht? Nur ein gerade am Lenkrad. Geil. Dann sag ihm viel Spaß und vor allem natürlich auch alles Gute zum Geburtstag. Warum darf man eigentlich nicht zum Schwimmen von Paldea gehen? Warte, nach dem Kampf wirst du wissen, warum du das nicht solltest. Okay, coole Weste. Ich sehe Kangama, Rizeros. Und das müsste Garados sein, das oben, ich bin mir nicht sicher. Ist das Dragoran oder doch Glurak? Ich tippe aber auf Dragoran. Ja, voll cool. Das da unten mit der Spitze dürfte Nidoking sein. Hä, hey, cool. Ich hätte auch gern so eine Weste. Ich würde sie nicht anziehen, aber ich hätte sie gern. Und ich hätte auch gern Tratini. Ist klar. So, siehst du, und genau deshalb solltest du nicht zum Schlund von Paldea gehen. Ich könnte es, vermutlich, aber ich darf halt auch nicht. Ich bin noch zu jung. Ich muss mich halt auch noch beweisen. Naja, wenn ich schon gegen ein Kind verliere, ist es dort bestimmt eh zu gefährlich für mich. Ja, oder du bist halt einfach ein Lappen. Weißt du, die lassen eher Kinder rein als dich. Was war denn das? Ach so, das Viecher-Chiss. Ja, hier ist nix. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Warte, da. Funkel, Funkel. Funkel, Funkel. Und dort hinten ist unser nächster Gegner. Was bist du? Ach so, ja, komm. Machen wir dann aber auch selber. Entwicklung fange ich einfach nicht. Das ist Pokéball-Verschwendung. Ich entwickle die selber und fange dann die Vorstufe nochmal. Weil ich will ja nicht nur den Pokédex vollständigen. Ich möchte auch jedes Pokémon haben. Bevor ich den anquatsche. Ich gucke mich trotzdem noch um. Und es funkelt so. Das Ding, das brauchen wir halt eigentlich nicht, ne? Haben wir schon. Und Level 45 ist... Ich weiß nicht. Hä? Jetzt ist es hier auch? Wie kann das jetzt auch hier sein? Das war gerade noch hinter mir. Oder sind das zwei? Oh, shit. Ich will mich nicht extra selber terrakristallisieren. Das Problem ist bloß, vom Level ist es halt auch noch über uns und macht schon böse Schaden. Das könnte eine enge Nummer werden. Das könnte eine richtig enge Nummer werden. Ich glaube, sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass es doch noch schief geht. Würde ich mir nie verzeihen. Oh, und das muss gleich so Erfahrungspunkte regnen. Da könnten wir gegebenenfalls die nächste Entwicklung schon dabei haben. So, Blattgeißel ist mir vollkommen egal. Pflanze gegen Feuer. Wie doof bist du eigentlich? Komm, one hit. One hit. Das hat jetzt einfach Terra kristallisiert. Genauso viel Schaden gemacht wie vorher auch. Das sollte aber nicht sein. So, und jetzt bereust du das einfach mal, dass du mich angesprochen hast. Und das wirst du auch bereuen. Okay, vielleicht werde ich das bereuen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, habe ich noch ein bisschen mehr? Ist nicht so viel, ne? Ich meine, würde erstmal reichen, aber ist nicht so viel. Genau, antäuschen und dann Schwanz ins... Oh, ich sollte aufhören zu reden. Ich sollte dringend aufhören zu reden.
Das wird jetzt einfach so ein stumm Live-Let's Play. So eine Nummer wird das. So, da hinten ist nochmal ein Trainer. Ich mach den. Ich drück mich hier voll vor dem Herrscher-Pokémon, ne? Ist schon mal jemandem aufgefallen?